Mein neues Fahrrad von der Firma Möwe Bikes hat einen innovativen, patentierten Kurbelantrieb, also da unten an den Pedalen. Die Wirkungsweise ist auch für versierte Radfahrer nicht einfach zu verstehen. Es geht tief in die Physik, ja, in die Ergonomie, das heißt die Leistungsfähigkeit des Menschen. Und damit, ja, sind wir ganz dicht am Menschen. Heute gibt es eine Erklärung der physikalischen Zusammenhänge bei diesem Sci-Fly-Antrieb. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier zu dem Sci-Fly-Antrieb meines neuen Fahrrads gleich ein Disclaimer vorab. Ich habe mir dieses Fahrrad persönlich ausgewählt und erst anschließend bin ich mit der Firma Möwe Bikes in Kontakt getreten und ja, habe ein paar Vorteile für mein Fahrrad bekommen, wenn ich dafür hier ein paar Videos drehe. Das ist nun das, was ich hier ganz gerne tue. Und wenn ich das dann auch noch über mein Hobby oder eines meiner Hobbys machen kann, dann freut mich das ganz besonders. Tja, ein Fahrrad kann nicht Energie aus dem Nichts erschaffen. Ein Fahrrad kann nicht mehr Energie bringen, als der Mensch da hineinsteckt. Dazu habe ich ein ganz extra Video gedreht, schreibe ich ihn unten rein, wo es um die Physik am Fahrrad geht. Und zwar außen ein Kontrollvolumen um das Gesamtsystem Fahrrad und Mensch herumgezogen und dann geguckt, was für Kräfte wirken dort, was für ja, Arbeit, Energien, Leistungen sind da erforderlich und wer nun mehr Leistung bei seinem Fahrrad haben möchte, muss nun sich klar entscheiden, an welcher Stelle oder was für ein Einsatzprofil er hat. Wenn er einen Berg rauf fährt, sollte das Fahrrad möglichst leicht sein. Nein, nein, das ist wie bei den Ultraleitfliegern, die an ihrem zulässigen Gesamtgewicht von 478,5 Kilo knapsen. Da Kilos am Flieger zu sparen, ist wahnsinnig schwierig, ohne hier auf Haltbarkeit zu gehen. Am leichtesten holt es von der Wampe runter. Das spart Ihnen sogar noch Geld. Also wenn Sie bergauf wollen, nehmen Sie ab. Das ist die leichteste Methode. Wenn Sie schnell fahren wollen, nehmen Sie ein Rennrad. Das bringt geringen Luftwiderstand. Ja, und an dieser Stelle muss Ihnen also klar sein, es gibt nirgendwo etwas umsonst. Etwas muss bezahlt werden. Der Mensch kann an zwei Limits beim Fahrradfahren stoßen. Das erste Limit ist das seines Kreislaufes. Wenn die Pumpe nicht mehr bringt, dann kannst du da auch nicht mehr holen. Soll heißen, wenn dein Kreislauf auf 100% läuft, dann kann man um alles in der Welt tun, man holt aus dem Körper nicht mehr raus. Der Körper hat einmal Fettreserven, die kann er aber nur vergleichsweise langsam heben. Und da habe ich mal über Stoffwechsel eine ganze Videoserie gedreht. So, und dann gibt es noch den Kohlenhydratspeicher. Da hat man so im Körper leicht verfügbar ungefähr ein halbes Kilo. Und wenn dieser Kohlenhydratspeicher alle ist, dann whoop, ist auch der Kreislauf ziemlich schnell am Ende. Und diese Triathleten, die haben also zwei Dinge, die also hier auf Stunden Leistung bringen. Die haben also zwei Dinge. Die haben einmal ihren Fettstoffwechsel extrem hochgefahren, dass der also so viel läuft, der Hund einer pfeift schon auf dem letzten Loch im Kohlenhydratstoffwechsel, da läuft er noch auf Fett. Und zum Zweiten essen die Bananen Kohlenhydrate während ja, ihrer Leistung, die sie bringen, um hier ihren Kohlenhydratspeicher im Betrieb wieder aufzufüllen. So, aber so weit, nein, ich ganz bestimmt nicht. Aber da sieht man also, man hat also ein Limit vom Kreislauf. Wenn ich die Energie nicht zu den Muskeln bringen kann, kann ich sie auch nicht abrufen. So, das ist also das eine Limit. Und das zweite Limit ist die Kraft der Muskeln. Und wenn einfach der Muskel nicht genug Kraft bringt, dann kannst du in den Kreislauf reindrücken, was du willst. Er wird es nicht bringen, du wirst höchstens fett. So, also die Kraft der Muskeln. Und man kann diese Muskeln auf höhere Kraft trainieren, ja, braucht aber seine Zeit. Und an dieser Stelle, ja, kann man dann am Ende auch was leisten, aber man muss halt diese Muskelkraft permanent halten, man muss permanent im Trainingsstand sein und dann hat man genug Muskelkraft, dass nicht reicht. Zum Beispiel die Apothekerrundfahrt, oh, ja, die Tour de France.
da hat man ja gemerkt, oder da gab es jede Menge Skandale, wer da alles gedopt hat. Und die sind nicht von der Muskelkraft begrenzt, das können die alle, die sind vom Kreislauf begrenzt. Da war also einfacher, ich will ja keinen besonderen Namen nennen, wir kennen ihn alle, der wurde langsamer und langsamer, stürzte dann sogar, blieb hinter dem Feld zurück. Und irgendwann am nächsten Tag, wupp, fuhr er ganz vorne mit dabei. Ja, der ist am Kreislauf gedopt worden. Dem hat man nämlich wohl Eigenbluttransfusion gegeben, mit mehr Blutkörbchen drin, mehr Kraftstofftransport. So, dann hat man also da den Kreislauf wieder hochgebracht. Also es geht auf der einen Seite um den Kreislauf und an der anderen Seite geht es um die Muskeln. Ich persönlich bin jemand, der beim Fahrradfahren von der Kraft begrenzt ist. Mir tun die Oberschenkel weh. Geh doch ins Fitnessstudio und mach und so. Ja, im Fitnessstudio macht man da auch nicht so ganz die richtigen Muskeln. Zwar macht man Muskeln, die man verwendet, aber nicht alle. Und so allein wird es nicht. Das kriegt man eigentlich nur durch Fahrradfahren, durch viel Fahrradfahren. Und ich bin nicht der, der Fahrradfahren sich ganz hoch auf die Fahne geschrieben hat, sondern ich fahre mal ganz gerne. Ich will auch mehr fahren, um mein Fitnesslevel hier ein bisschen höher zu bringen. Aber ich bin nicht der vergaßte Fahrradfahrer. Ne? So, der bin ich ganz bestimmt nicht. Und von 99,9% aller Fahrräder, wahrscheinlich sogar noch ein Neuner hinterm Komma mehr, werden alle Pedale im Kreis bewegt. Vorne, Radfahren. Der Auflagepunkt des Schuhs auf dem Pedal bewegt sich nun im Kreis. So. Das ist das typische Kettenrad, vordere Kettenrad, an dem unten über das Drehlager eine Kurbel befestigt ist. Also Kurbel ist dieses drehbar gelagerte Pedal. Und dieser Kurbeltrieb sorgt dafür, dass nun die Kraft vom Bein über den Hebelarm der Kurbel in ein Drehmoment auf der gelagerten Welle umgesetzt wird. Und dieses Drehmoment wird dann wieder mit dem Hebelarm des Kettenrades in eine Kraft auf der Kette übersetzt. Diese Kraft auf der Kette geht nach hinten, wird wieder dort, je nachdem auf welchem Ritzel es liegt, zu einem Drehmoment auf der Welle. Und dieses Drehmoment von der Welle wird mit dem großen Hebelarm zum Radaufstandspunkt zur Kraft unten am Boden. Das ist im Prinzip die Lastübertragung vom Pedal aufs Rad. Und das Interessante daran, was so lange gedauert hat, war, diesen Kurbeltrieb zu vervollkommnen. Ne? Das Besondere an diesem Kurbeltrieb ist, dass man im oberen Punkt, bevor es also runtergeht, oder machen wir es andersrum, bevor es runtergeht, im oberen Punkt hat man keinen Drehmoment. Man tritt auf das Pedal und die Kraft geht genau unten durch die Welle durch. Man hat kein Drehmoment und das Fahrrad kann sich nicht bewegen. Das Gleiche ist am unteren Totpunkt. Da, wenn man da den Fuß unten hat, du bringst das Ding nicht hoch. Ne? Also die Kraft kommt dort nicht zum Tragen. Das Wichtige daran ist das Drehmoment. Man hat eine Kraft mit einem Hebelarm und Kraft mal Hebelarm ist Drehmoment. Und diese ganzen physikalischen Zusammenhänge und Einheiten und habe ich Ihnen, wie gesagt, in diesem einen vorigen Video Physik am Fahrrad mal klargelegt. Da können Sie das alles nochmal nachlesen. Wenn man keine Klickspedale hat, da kann man seine Schuhe, die speziell unten drunter so Klicksadapter haben, kann man ins Pedal einklicken und dann kann man es nicht nur runtertreten, sondern man kann hinten auch wieder hochziehen. Ja? Also man hat nicht nur vorne runter, sondern auch hinten hoch. Wird vor allem von Rennfahrern gemacht. Der normale Hinz und Kunz macht das eher selten. Bei Mountainbikes habe ich das auch schon mal gesehen. Also je professioneller die Leute werden, umso mehr verwenden sie diese Klickspedale, um halt ihre Kraft im Prinzip in dieses Kettensystem einbringen zu können, um hier dann vorwärts fahren zu können. Wenn man nun das Pedal auf dieser Kreisbewegung bewegt, dann blende ich Ihnen jetzt mal ein Bild ein, kommen die
Kreisfunktionen zum Ansatz. Sinus, Cosinus kennen Sie vielleicht noch aus der Schule. Und diese Sinus, Cosinus, diese Kreisfunktionen beschreiben, wie groß, ja, wie sich der Hebelarm zur Achse, zum Beispiel beim kreisförmigen Blatt oder einem kreisförmigen Kurbelantrieb, sich im Prinzip verschiebt, bis es dann maximal der Hebelarm wird. Das ist, wenn Sie das wie eine Uhr ansehen, oben 12 Uhr, dann kommt, nee, andersrum jetzt mal, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr ist genau, 3 Uhr ist genau horizontal, da hat man die maximale Kraft, 4 Uhr drunter, 5 Uhr und 6 Uhr ist der untere Totpunkt. Und das ist dann 0 Grad bis runter 180 Grad. Und das finden Sie jetzt im Diagramm, was ich Ihnen zeige. Da sehen Sie, wie nun die mögliche Kraft, die man dort, oder der mögliche Hebelarm, der sich geometrisch ergibt und das damit bei konstanter Kraft mögliche Drehmoment nun raufgeht, runtergeht, raufgeht, runtergeht. An dieser Stelle habe ich Ihnen jetzt noch rechts, links, rechts reingeschrieben, weil im Prinzip die zweiten 180 Grad, wo der Kurbel hinten wieder zurückgeht und Sie keine Klickspedale haben, bringen Sie keine Kraft in das System rein. Da muss jetzt das andere Bein die Kraft entsprechend bringen. Und so haben wir nun einen, ja, hübschen Sinusverlauf, der hier auf- und absteigt und zeigt, wie diese Kräfte da eingebracht werden. So. Bei dieser Sinuskurve sehen Sie, wie zunächst mal ab dem 0 Grad, ab dem oberen Totpunkt, die Kurve ganz, ganz leicht nur beginnt anzusteigen. Das heißt, so in den oberen 10, 20 Grad tut sich vergleichsweise wenig. Das heißt, von der 12-Uhr-Position bis zur 1-Uhr-Position oder sogar bis zur 2-Uhr-Position tut sich relativ wenig. Und dann steigt der Sinus steil nach oben. Das heißt, jetzt kommen auf einmal Hebelarme zustande, denen man drücken kann. Und dann, ja, im oberen Bereich hat man dann so von 2 bis 4 Grad die maximale Möglichkeit, die Kraft in ein Drehmoment umzusetzen über den Hebelarm. Und dann wird der Hebelarm auch schon wieder kürzer, bis man dann im unteren Totpunkt entsprechend landet. Steht das Pedal horizontal, sieht man oben einen Wert 1 auf der vertikalen Achse. Das heißt, jetzt haben wir 100% und alles andere ist weniger als 1, ist weniger als 100%. So. Der Mensch tut sich am leichtesten, wenn er nach unten tritt. Manchmal sieht man so Menschen, die beim Treten den Fuß abknicken und nach vorne schieben, ne? Und dann erst gerade und runter. So, das ist aber schlecht für die Gelenke, da hat man komische Hebelarme da drin. Ja, gut ist das nicht. Der Mensch tut sich am leichtesten, wenn er direkt senkrecht in dieses Pedal reintritt. Was hindert einen jetzt daran, diese Tretkurve zu ändern? Dass man jetzt also mehr nach unten tritt und nicht so schräg nach vorne oder schräg nach hinten. Was hindert einen daran? Nun, die Geometrie, der Klassik, der Erfindung. Man hat einen Drehkurbelantrieb und der geht auf den Kreis. So, man muss also jetzt ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, um zu sagen, wie kriegt man das hin? Nun, es gab Fahrräder, die hatten so einen Stepperantrieb. Da steppte man nur rauf und runter und wurde dann hinten mit einem Kurbel am Hinterrad umgesetzt. Da war mit Schaltung und so relativ schwierig, sodass die meisten bei diesen Kreisbewegungen geblieben sind. Wenn man aber jetzt ein mechanisches Getriebe hat, was einen ja in einem Hochoval treten lässt. Ich habe mal die Tretkurve von meinem Sci-Fly-Antrieb mit dem Filzstift auf dem Pappkarton, den ich an die Wand gestellt habe, aufgezeichnet. Jetzt schauen Sie, wenn das jetzt hier so ein bisschen zittert. Die vertikale Achse sind 36 cm und die horizontale Achse sind 31,5 cm. Das heißt, das Ding ist um 15% oval. Und zwar ist das Oval in der Hochachse höher als in der Horizontalachse. So, das heißt, wir treten jetzt nicht mehr im Kreis, wir treten jetzt in einem Oval. Ich habe Ihnen jetzt mal hier ein kleines Bild vorbereitet. Da habe ich aber, weil ich keine Funktion fürs Oval im Zeichenprogramm hatte, habe ich eine Ellipse genommen. Die ist, sagen wir mal, geometrisch grundfalsch, weil die Ellipse in jedem Punkt von oben weg eine entsprechende Krümmung zeigt und das Oval
oder eine stetig zunehmende Krümmungszeit des Oval geht erst langsam und dann wird es stärker und dann dreht es runter. Das war also die Ellipse, das jetzt nur vom Prinzip her zeigt. Ich habe jetzt mal mit diesen Pfeilen gezeigt, wie man, wenn man ein Oval anlegt, bereits in einem frühen Zeitpunkt den Kraftvektor nach unten kriegt. Man muss ja die Hand nehmen, nach unten bekommt. Und damit nun das Pedal schon früher nach unten treten kann, als man das in diesem Kreis tun kann. Das ist das Wichtige, das ist der erste Punkt in diesem Sci-Fly-Antrieb, dass wir in einem Oval treten. Und damit wir die Wirkungskraft unseres Beins in die Richtung richten, wo wir wirklich was aufbringen können und nicht in eine Richtung, wo wir es nicht schaffen. Also das ist der erste wichtige Punkt, dass wir hier dieses Oval haben. Jetzt zeige ich Ihnen das mal in einer, ja, in dieser Sinuskurve vom Anfang, wo ich jetzt aber nur einen einzigen 180 Grad Halbkreis drin beschreibe. Da sehen Sie die blaue Sinuskurve und nun in Rot eine, ja, eine Kurve eines Ovals, die hier ja, die Trittrichtung im Prinzip oder den Anteil der Trittrichtung, die senkrecht verläuft, nun anzeigt. Und da sehen Sie, dass das Oval im unteren Totpunkt, so von 0 bis 10 Grad oder 20 Grad, erstmal zurückbleibt. Und dann krümmt es sich massiv nach unten und steht schon steiler als ein Kreis. Und erst bei den 90 Grad kommt diese Kurve wieder genau zur selben Trittrichtung, wie es der Kreis hat. Das heißt, das Oval verliert im oberen Totpunkt, wo wir sowieso nicht treten können, weil wir da unten keinen Hebelarm haben und durch die Achse treten, und gewinnt im Rest, weil sich da im Prinzip das Oval schon nach unten krümmt und wir ergonomisch besser reintreten können. Ne? So. Es gibt Kettenantriebe mit ovalen Kettenblättern. Sieht man hin und wieder. Und diese ändern die Tretrichtung nicht, denn sie haben eine gemeinsame Achse und eine Kurbel mit konstanter Länge. Die ändern die Tretrichtung nicht. Die ändern nur die Kraft, die hinten auf der Kette ist. Denn wie ich am Anfang sagte, vom Pedal zur Achse oder Kraft am Pedal mal Achse gibt Drehmoment und dann wieder zurück aufs Kettenblatt gibt wieder Kraft an der Kette. Drehmoment ist konstant, hat man außen eine kleine Kraft im großen Hebelarm, muss aber im kleinen Hebelarm eine große Kraft haben, damit das Drehmoment gleich bleibt. So, und diese ovalen Kettenblätter verändern nun das Drehmoment oder verändern die Kraft an der Kette. Das ist alles, was sie machen. Sie vergleichmäßigen hier also die Kettenkraft, führen aber zu einem vergleichsweise ja, unnatürlichen Kraftverlauf am Bein und vor allem verändern sie die Trittrichtung, nicht in Richtung einer positiven Ergonomie. Also das ist der Nachteil von diesen ovalen Kettenblättern. Das war das. Man hat also dabei eine variable Übersetzung in Richtung Kette. Als hätte man vorne mehrere Kettenblätter, die stufenlos zwischeneinander wechseln würden. Große, kleine, große, kleine, große, kleine. Was man sonst mit dem Umwerfer einzeln macht, hat man diesen ovalen Kettenblättern. Ich halte das nicht in keinster Weise irgendwie für zielführend. Wir haben also bei dem Sci-Fly-Antrieb eine Änderung der Tretkurve, die ergonomisch besser ist, aber wir kämen mit diesem Oval dichter an den Achspunkt ran und damit hätten wir im besten Bereich um 3 Uhr hätten wir ein schlechteres Drehmoment, weil der Hebel so kurz ist. Weil das Oval diesen Hebel verkürzt. Das wäre ganz, ganz schlecht. Statt nun den Drehpunkt auf der Achse zu lassen, verschiebt nun oder hat man nun ein Gelenk eingebaut, ein sogenanntes Viergelenk. Das nennt man auch
Koppelgetriebe. Und die helfen einem jetzt dabei, den Drehpunkt von der Achse nach hinten zu verschieben. Dadurch, dass dieses Viergelenk hier nun die Abstände verändert, die einzelnen Hebel aufeinander sich abstützen, kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, verschieben wir den Drehpunkt nach hinten, in andere Richtung, nach hinten. Und zwar ein ganzes Stück. Und zwar nicht nur bis zu der Stelle, wo er eigentlich sein müsste, nein, noch darüber hinaus. Wir haben also jetzt dann einen deutlich längeren Hebelarm, der uns hier entsprechend Drehmoment bringt. Das mögliche Drehmoment steigt an dieser Stelle an und das wurde vom Geschäftsführer von Möwe Bikes in meinem Interview, was Sie hier unten auch finden, mit plus 20-30% angegeben. Also da wird dieser Hebelarm deutlich nach hinten verlängert. Jo. Das sind also nun die beiden physikalischen Kernpunkte des Highfly-Antriebs. Einmal, wir verbessern die Trittkurve, dass wir mehr abwärts treten in dieses Hochoval. Und dann kompensieren wir nicht nur das verloren gehende Drehmoment durch das Oval, sondern wir überkompensieren es auch noch nach hinten. So, jetzt blende ich Ihnen mal mit freundlichem Dank von der Firma Möwe Bikes eine CAD-Animation dieses Highfly-Antriebs ein. Da wuseln die Stangen und da drehen die Gelenke. Es ist eine Pracht für einen Maschinenbauer. Und ich mache Ihnen das also einmal in hoher Geschwindigkeit und dahinter danach noch einmal in langsamer Geschwindigkeit, damit Sie hier so halbwegs sehen, was an dieser Stelle abgeht. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und zu diesem Studium konnte man ein Wahlfach wählen, und zwar Feingerätebau und Getriebelehre. Das brauchte man früher, weil diese ganze Uhrenladen im Dashboard von einem Flieger mit jeder Menge Feingerätebau da drin und Getrieben und Zeigeruntersetzung und voll war. Und deshalb musste man das oder konnte man das dort mit belegen. Man merkte aber relativ schnell, dass das eine aussterbende Kunst war, weil heute selbst Kreisel elektronisch gemacht werden. Man hat also, wenn man nun Stäbe mit Lagern am Anfang und am Ende hat und nun drei Stäbe miteinander verbindet, dann sind die fest. Die können sich nicht gegenseitig bewegen. Macht man das jetzt auf, tut ein viertes Strebe rein, dass man vier Gelenke hat, dann bewegt sich das. Das heißt, es hat einen Freiheitsgrad. Gut, ein Dreigelenk kann sich auch bewegen, wenn man einmal nicht ein Rotationsgelenk, sondern ein Schiebegelenk hat. Das ist was anderes, kennt man so von Eisenbahn. Ja, ein Dreigelenk. Und das eine Gelenk ist aber ein Schiebegelenk. So. Und diese Stangenstreben nennen sich Glieder. Und diese Getriebe nennen sich also auch Koppelgetriebe, weil sie die Bewegung der Glieder miteinander koppeln. Und je nachdem, wie lang die sind, ergeben sich die unterschiedlichsten Kurven, die man da bewegen kann. Das war vor, ich sage mal, 50 Jahren oder vor 100 Jahren, war das eine Pracht, was die Leute dort experimentell sich ausgedacht haben. Heute macht man das mit CAD-Systemen. Und man kann mit diesen Dingern super Sachen machen, zum Beispiel so einen Tritteimer, um einen Deckel von einem Mülleimer aufzumachen, so eine Trittbetätigung zum Aufmachen. Heckklappen von Autos, die sich so komisch schräg aufmachen, da sind meistens vier Gelenke drin, Motorhauben vorne auch. Also sagenhafte Getriebe, an denen man diese Punkte über diese vier Gelenke auf exakten Raumkurven bewegt. Und eine dieser Raumkurven wurde so gelegt, dass sich nun der Drehpunkt entsprechend der Stellung des Pedals nach hinten bewegt und wieder nach vorne, nach hinten und wieder nach vorne. Bewegt sich also auf so einer Koppelkurve und das ist im Prinzip das, wo auch das Patent auf diesem Highfly-Getriebe liegt, nämlich die nach hinten Verlagerung des Drehpunktes dieser Stange. So. Allerdings führt dieses Getriebe jetzt mit diesem, so und dann von hinten muss man jetzt das Drehmoment, was dort anfällt, ja auf die zentrale Achse bekommen, auf der das Kettenrad sitzt. Und dafür ist jetzt nochmal ein Zahnradgetriebe da. Die Zähne, die einander kämmen, immer hin und her. Da gibt es auch einen Nulldurchgang dabei. Hochgradig
ja, kompliziert nicht, das ist eine einfache Geschichte, aber mental nachzuvollziehen, hochgradig komplex und darauf kommen, meine absolute Hochachtung. Krass. So, und jetzt führt dieses ganze Getriebe zu einer, ja, nicht konstanten Kraft in der Kette. So, man hat also dieses Koppelgetriebe nicht so auslegen können, dass das zu einer schönen konstanten Kraft in der Kette geführt hätte. Und deshalb ist man hingegangen und hat jetzt auch noch ein ovalisiertes Kettenblatt genommen, was jetzt so ähnlich die Hebelarme leicht verändert, um nun die Kraft in der Kette halbwegs zu, ja, konstanter zu halten. Dabei gibt es eine ganz leichte Längenänderung in der Kette, sodass ich trotz der Nabenschaltung hinten noch einen extra Kettenspanner brauche. Das ist schade, soll aber in Zukunft für den Riemenantrieb, der für das Sci-Fly-Getriebe auch geplant ist, da an dieser Stelle dann noch Verbesserungen geben, dass man das an dieser Stelle dann nicht mehr braucht. Ja. Dieser Ausgleich der Kraft, der ist also Möwe dermaßen gut gelungen, dass, ja, ich, sagen wir mal, auf dem ersten Kilometer habe ich gedacht, hui, das ist aber ein bisschen anders. Und am ersten Kilometer war es schon vergessen, weil die Vorteile dieses Antriebs ja mich dann so an den Beinen entsprechend entlastet hat, dass es also toll war. Das klingt jetzt alles nach mehr Leistung aus dem Nichts. Aber es gilt nach wie vor der Energiesatz. Also, wir kriegen keine zusätzliche Arbeit in dieses Ding rein, aus diesem Ding raus. Das Kontrollvolumen um Fahrrad und Fahrer sagt, alles, was hinten aus dem Fahrrad rauskommt, muss vom Fahrer selbst geleistet werden. Ein Plus ist da drin nicht vorgesehen. Kann es nicht geben. Aber der Antrieb bringt enorme Vorteile in Sachen Ergonometrie. Und zwar Vorteil 1, statt mit dem normalen Kurbelantrieb von dieser 2-Uhr-Position bis zur 4-Uhr-Position treten zu können, kann ich jetzt schon kurz hinter 1 bis, ja, knapp vor 5 treten. Und an dieser Stelle habe ich also einen deutlich längeren Weg. Und das erfordert erforderliche Spitzenleistung für die gewünschte Fahrleistung. Das heißt, ich muss nur auf diesem gesamten längeren Weg jetzt meine Arbeit verrichten. Und das heißt, ich brauche eine durchschnittlich etwas geringere Leistung. Wenn ich jetzt von der Leistung her begrenzt bin, dann kann ich auf einem längeren Weg diese Leistung bringen und kann damit mehr Arbeit verrichten. Das heißt, schneller am Ziel ankommen. So, das ist wichtig zu verstehen. Der Energiesatz wird nicht verletzt, sondern wir haben einen längeren Bereich, in dem wir Kraft aufbringen können. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. An dieser Stelle verstehen es die Menschen nicht und sagen, da kann ja aus nichts passieren und so. Es geht um die Ergonometrie. Sie können einfach, das ist so, wie wenn Sie ein bisschen Klickspedal mit rein tun würden. Heißt nicht, dass Sie die Arbeit nicht machen müssen. Das Herz muss pumpen, keine Frage. Aber die Spitze müssen Sie nicht bringen. Das ist das Wichtige. Und wenn Sie, wie ich, mit Spitze begrenzt sind und nicht mit Kreislauf, dann können Sie tatsächlich an dieser Stelle eine höhere Fahrleistung rausbringen. Vorteil 2, durch den verlängerten Hebelarm im guten Bereich von 2 bis 4 Uhr muss ich entweder in diesen optimalen Winkeln weniger stark treten, was meine Spitzenkraft erforderliche Spitzenkraft reduziert und dann meine Beine nicht so wehtun lässt, um entsprechend dieses Drehmoment zu erzeugen. Oder aber, wenn ich meine Spitzenkraft weiter verwende, kann ich aus dem entsprechenden Mehrhebelarm kann ich mehr Leistung abziehen, aber das muss die Pumpe bringen. Wenn die Pumpe das nicht bringt, schaffst du es nicht. So, also dieses Ding erzeugt nicht Energie aus dem Nichts. Da ist kein Nullpunkt-Energiegenerator, Zero-Point-Modul drin. Ne?
sondern es ist nur im Prinzip der Unterschied zwischen Arbeit und Leistung, den Sie sich mal vergewährt müssen. Wenn Sie also Leistung über eine gewisse Zeit bringen, haben Sie eine Arbeit verrichtet. Wenn Sie nun weniger Leistung bringen, aber eine etwas längere Zeit haben, können Sie die gleiche Arbeit bringen. So, das heißt, dieser Antrieb nimmt Ihre Leistung runter. Sie müssen sie aber über einen längeren Weg, Winkelweg erbringen. Das heißt, die Arbeit bleibt die gleiche. Aber Sie brauchen ein wenig, nicht diese hohe Spitzenkraft, die Sie normalerweise brauchen, um genau in diesen 2 bis 4 Uhr wirklich reintreten zu müssen. Ne? Vorteil 3. Der verlängerte Hebelarm bringt zusätzliche Vorteile, wenn man mal kurzfristig mehr Drehmoment braucht. Zum Beispiel beim Anfahren. So, oder wenn Sie so zum Schluss in die Einfahrt mal rauffahren müssen. Oder wenn Sie mal kurz beschleunigen müssen. Dann können Sie sich einen Schaltvorgang sparen, weil Ihre Maximalkraft mal diesem Hebelarm zu einem höheren Drehmoment führt und Sie damit mehr Kraft haben, um eben diesen Berg hoch oder anzufahren oder. Ne? Sie könnten natürlich auch schalten. Dann kriegen Sie im Prinzip auch mehr Drehmoment hinten ans Rad oder mehr Aufstandskraft ans Rad. Aber das brauchen Sie ja nur kurz. Das heißt, Sie schalten mal hin und schalten wieder her und schalten hin. Das heißt, Sie können mit diesem Antrieb auch ein bisschen schaltfauler fahren. Oder wenn Sie Kettenschaltung haben, kommen zu Hause an, haben vergessen, den kleinen Gang zu schalten, kommt immer wieder vor, zumindest mir. Dann haben Sie beim Anfahren nachher nicht so ein Problem oder müssen hinten anheben, schalten, Kurbel durchdrehen, damit er auf den kleineren Gang geht. Und so, ne? Also an dieser Stelle haben Sie dann auch einen Vorteil in Sachen Vergesslichkeit, wenn Sie dann dort anfahren. So, Fazit. Wie viel bringt es denn jetzt? Ne? Keine Ahnung. Für jemanden, der an der Grenze seines Kreislaufs Rennen fährt, sicherlich wenig bis nichts. Im Zweifelsfall muss er die Mehrmasse des Antriebs beschleunigen oder einen Berg raufschleppen. Und deshalb sieht man diesen Antrieb nicht an Rennrädern. Das ist der identische Grund, warum man keine Nabenschaltung an Rennrädern sieht. Die haben den identischen, meine Rohloff hat den identischen Spreizungsbereich, den Rennradschaltung hat. Aber das zusätzliche Kilo dieser Nabenschaltung, was mir die Wartung vereinfacht und so weiter, die macht bergauf ein Riesenproblem. Ne? Ich, der ich auf der Erde fahre, also auf der Ebene, Entschuldigung, auf der Ebene fahre, interessiert dieses Kilo relativ wenig. Ne? So, aber deswegen sieht man an Rennrädern diesen Antrieb nicht und man sieht deswegen auch keine Nabenschaltung an Rennrädern. Doch beim gelegentlichen Tourenfahrer wie bei mir, der nicht vom Kreislauf, sondern von der Spitzenkraft begrenzt ist, kann ich mich hier von Sachen Spitzenkraft schonen und kann über den längeren Einsatzbereich der Kurbel etwas schneller unterwegs sein. Allerdings muss in Summe der Kreislauf dabei etwas mehr schaffen. Aber wenn ich nicht am Limit vom Kreislauf bin, dann schaffe ich das. Ne? Man darf hier keine Wunder erwarten. Es geht, wie in dem Video von Möwe Bikes beim Interview gesagt wurde, um 20-30% in Sachen Drehmoment bzw. Kettenkraft. Da aber der Luftwiderstand quadratisch steigt mit der Geschwindigkeit und die erforderliche Leistung sogar in dritter Potenz mit der Geschwindigkeit, geht es am Ende maximal um 2 bis höchstens 4 Kilometer pro Stunde, die Sie dort schneller fahren können. Darum geht es. Ne? Es geht um die Ergonomie, die Ihnen eine bessere Auslastung Ihres Körpers ermöglicht. Jo, in Summe ist es eine wundervolle, kleine, mechanische Maschine, die jeden Maschinenbauer von der ersten Sekunde an begeistert. Und wenn man sich ein bisschen um diesen Antrieb kümmert, man auch die ganz deutlichen Vorteile von diesem Cyfly-Antrieb sehen kann. Wer nun sein Rennrad damit ausstatten will, nein, geht nicht. Vor allem, weil man ja einen speziellen Rahmen braucht, in dem dieser Cyfly-Antrieb angeflanscht wird, sodass es sich hier direkt um die Fahrräder der Firma Möwe Bikes handelt.
mit denen sie ja diesen Antrieb bekommen können. Und wie ich mir habe sagen lassen in diesem Interview, was ich geführt habe, das geht bei 1700 Euro los. Und wenn Sie schon ein tolles Rad haben, dann können Sie da mit Rumpfrad und so Dinge rübernehmen und sich da auch noch ganz schön Gelder sparen. Tja, mir macht der Antrieb wahnsinnig viel Spaß, hat mich wieder zum Fahrradfahren gebracht und ich liebe dieses Fahrrad über alles. Und hoffe Ihnen das damit erklärt zu haben, was mit dem Sci-Fly-Antrieb auf sich hat. Und ich werde dann demnächst mal, wenn ich immer so eine kleine Tour am See mache, werde ich mal versuchen, das Fahrrad mit ein paar Shots einzufangen, wie es sich so mit mir zusammen in der Landschaft macht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.